Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Der goldene Klemmer. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Lackland. Wenn ich die drei umfangreichen Bände vor mir sehe, welche die Aufzeichnungen über unsere Arbeit im Jahre 1894 enthalten, fällt es mir, offen gesagt, äußerst schwer, aus diesem reichhaltigen Material die Fälle herauszuziehen, die nicht nur an sich besonders interessant sind, sondern auch die speziellen Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes möglichst deutlich hervortreten lassen. Hier finden sich meine Notizen über die abscheuliche Geschichte von dem roten Blutegel und dem entsetzlichen Tod des Bankiers Crosby. Der berühmte Smith-Mortimer-Erbschaftsstreit fällt auch in diese Zeitspanne, ebenso die Verfolgung und Verhaftung von Urah, dem Boulevardmörder. Eine Tat, die Holmes einen eigenhändigen Dankesbrief des französischen Präsidenten und den Orden der Ehrenlegion eintrug. Jeder dieser Fälle wäre interessant zu erzählen, aber im Großen und Ganzen bin ich doch der Ansicht, dass keiner von ihnen so viele eigenartige Aspekte in sich vereinigt wie die Episode von Yoxley Old Place. Es begann an einem wilden, stürmischen Abend gegen Ende November. Holmes und ich saßen schweigend in der Baker Street Nummer 221b. Er bemühte sich gerade, den ursprünglichen Text eines alten Palimpsests mit Hilfe einer starken Lupe zu entziffern. Ich legte eine kürzlich erschienene medizinische Abhandlung beiseite und trat ans Fenster. Spärliche Laternen glimmten verlassen auf der breiten, schmutzigen Straße und auf dem regennassen Trottoir. Ist es nicht ein sonderbares Gefühl, Holmes, mitten in der Riesenstadt die elementare Gewalt der Natur derart zu verspüren? Naja, glücklicherweise brauchen wir ja heute Abend nicht mehr auszugehen. Ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, ich habe für heute genug von dieser Arbeit, Watson. Ziemlich anstrengend für die Augen. Weißt du schon, um was es sich dreht? Soweit ich feststellen kann, handelt es sich lediglich um die Haushaltsbücher eines Klosters aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Oh, was höre ich? Eine Droschke. Sie ist gerade vor unserer Haustür stehen geblieben. Ein Mann steigt aus. Was er wohl noch sucht um diese Zeit? Was er sucht? Uns sucht er vermutlich. Und wir, mein armer Watson, wir suchen uns am besten unsere Überzieherhalstücher und Galoschen zusammen und alles, was die Menschheit sonst noch erfunden hat, um den Unbilden der Witterung zu trotzen. Aber halt! Die Droschke fährt wieder ab. Noch ist nicht alles verloren, Watson. Wenn er vorhätte, uns mitzunehmen, hätte er die Droschke wohl kaum weggeschickt. Geh, mach ihm auf, mein Lieber. Ja, ja, gern. Guten Abend, Dr. Watson. Guten Abend, Inspektor. Und so einen scheußlichen Abend noch unterwegs? Ah, schauderhaft. Ja. Ist er da? Natürlich, treten Sie näher. Holmes! Inspektor Stanley Hopkins möchte dich sprechen. Na, kommen Sie herein, mein lieber Inspektor. Guten Abend, Mr. Holmes. Na, ich hoffe, Sie wollen uns nicht noch in den Regen hinauszerren. Kommen Sie, wärmen sich die Füße am Kamin, bitte. Okay. So, hier ist auch eine Zigarre für Sie. Okay. Dr. Watson besitzt genau das richtige Rezept für eine solche Nacht. Bitte. Es enthält unter anderem heißes Wasser und eine Zitrone.
Vom Rum abgesehen. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Das werden wir gleich haben. Das muss aber etwas sehr Wichtiges sein, das Sie bei solchem Wetter noch hierher führt. Ja, ist es auch, Mr. Holmes. Ist es auch. Ich habe einen aufregenden Nachmittag hinter mir. Das kann ich Ihnen versichern. Ach. Haben Sie in den Abendzeitungen schon etwas über den Yoxley-Fall gelesen? Das Neueste, was ich heute gelesen habe, ist ein Bericht aus dem 15. Jahrhundert. Es war nur eine kurze Notiz und die auch noch völlig falsch. Viel haben Sie also nicht versäumt. Yoxley Old Place ist ein Landhaus in Kent, 7 Meilen von Chatham und 3 von der nächsten Bahnstation. Um 3:15 bekam ich ein Telegramm. Um 5 war ich dort, stellte meine Untersuchungen an und kam mit dem letzten Zug zum Charing Cross Bahnhof zurück. Und von dort bin ich mit der Droschke direkt zu Ihnen gefahren. Was bedeutet, dass Sie offenbar mit dem Fall nicht ganz zu Rande kommen? Es bedeutet, dass ich mir von A bis Z keinen Reim darauf machen kann. Vorläufig sieht es aus, als sei es die verwickelste Geschichte, die mir je vorgekommen ist. Und dabei schien es zunächst so sonnenklar, als ob man gar nicht fehlgehen könnte. So. Es fehlt jegliches Motiv, Mr. Holmes. Das ist es, was mich so beunruhigt, dass ich einfach kein Motiv entdecken kann. Ein Mann ist tot. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber wie man es auch ansieht, es existiert nicht der leiseste Grund, warum jemand ihm ein Leid hätte antun sollen. So das Rezept, ah. Respektor. Vielen Dank, Dr. Watson. Du auch, Holmes? Natürlich. Danke. Ihre Gesundheit, meine Herren. Und die Ihre. Und die Ihre, Inspektor. So, jetzt erzählen Sie mal. Das Landhaus Yoxley Old Place ist seit einigen Jahren an einen Elternherrn vermietet, einen Professor Corm. Er ist Invalide und bringt die Hälfte seines Lebens im Bett zu. In der Umgebung gilt er als sehr gelehrt. Er arbeitet an einem wissenschaftlichen Werk und sah sich vor etwa einem Jahr genötigt, einen Sekretär zu engagieren. Die ersten beiden, die er ausprobierte, die taugten nicht viel. Aber der dritte, Mr. Willoughby Smith, der eben die Universität absolviert hatte, schien alle Erwartungen des Professors zu erfüllen. Seine Aufgabe bestand darin, jeden Morgen das Diktat aufzunehmen. Den Abend verbrachte er gewöhnlich damit, Zitate und Stellen für die Arbeit des nächsten Morgens herauszusuchen. Ich habe seine Zeugnisse selbst gesehen. Er war von Jugend auf ein anständiger, ruhiger, fleißiger junger Mann, gegen den es nichts einzuwenden gibt. Und doch war er es, der heute Morgen im Arbeitszimmer des Professors den Tod gefunden hat. Den Tod? Und Ihr Befund ist, dass er ermordet wurde. Die Umstände lassen keine andere Erklärung zu. So, dann erzählen Sie uns bitte zunächst einmal etwas mehr über den Haushalt. Ich glaube, Sie würden in ganz England kaum einen zweiten finden, der so abgeschlossen ist. Manchmal vergingen Wochen, ohne dass auch nur einer der Hausbewohner den Garten verließ. Der Professor vergrub sich in seine Bücher und war für nichts anderes zu haben. Der junge Sekretär Smith kannte niemanden in der ganzen Gegend. Und die beiden Frauen hatten auch nicht den Wunsch, das Haus zu verlassen, obwohl das Gartentor kaum 100 Meter von der Hauptstraße London-Chatham entfernt liegt. Einen Augenblick, von welchen Frauen sprechen Sie? Von der Haushälterin, Mrs. Marker. Und dem Stubenmädchen, Susan Tarleton. Diese Susan Tarleton war der einzige Mensch, der irgendetwas Handgreifliches zu der Sache aussagen konnte. Am Vormittag war es zwischen 11 und 12. Ich hing gerade die Vorhänge im oberen Schlafzimmer auf, Sir. Wo war der Professor um diese Zeit? Ach, der Herr Professor lag noch im Bett. Wenn das Wetter schlecht ist, steht er fast nie vormittag auf. Und Mrs. Marker, die Haushälterin? Die war hinten im Haus beschäftigt. So, fahren Sie fort. Ja, also Mr. Smith war in seinem Schlafzimmer gewesen. Er benutzte es auch als Wohnzimmer. Aber genau um diese Zeit hörte ich in den Korridor entlang und ins Arbeitszimmer gehen. Das ist nämlich direkt unter dem Zimmer, in dem ich die Vorhänge aufhing. Gesehen haben Sie nicht? Nein, das nicht. Aber ich weiß bestimmt, dass er es war. Er ging immer mit sehr schnellen und festen Schritten. Haben Sie gehört, ob er die Tür des Arbeitszimmers zumachte? Nein, aber ganz kurz darauf kam ein entsetzlicher Schrei aus der Richtung. Ob von einem Mann oder einer Frau, das könnte ich nicht sagen. Es klang so rau und heiser. Und zu gleicher Zeit hörte ich einen lauten Aufprall. Dann wurde es ganz still. Was haben Sie getan? Ja, einen Moment lang konnte ich mich gar nicht rühren.
Und dann rannte ich nach unten. Die Tür des Arbeitszimmers war geschlossen. Ich machte sie auf und da sah ich ihn liegen. Mr. Willoughby Smith. Ja, Sir. Er lag ausgestreckt auf dem Boden. Ich konnte nicht sehen, was ihm zugestoßen war. Ich versuchte, ihn aufzurichten, aber da strömte das Blut aus einer Halswunde hervor. Das war grauenhaft, Sir. Das muss furchtbar für Sie gewesen sein, davon bin ich überzeugt. Was haben Sie dann getan? Ich glaubte zuerst, er sei tot, nahm aber trotzdem die Karaffe und träufelte etwas Wasser auf seine Stirn. Da öffnete er die Augen und sprach zu mir. Jetzt passen Sie mal auf, Susan. Denken Sie sehr sorgfältig nach, ehe Sie mir antworten. Ich möchte gern genau wissen, was er Ihnen gesagt hat. Oh, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Sir. Er sagte, Professor, Sie war es. Sie meinen er, nicht wahr? Professor, er war es. Nein, Sir. Genau wie ich sage, Professor, Sie war es. Na schon, auch gut. Weiter hat er nichts gesagt. Er wollte noch mehr sagen. Er hielt seine Hand hoch in die Luft, dann sank er zurück. Er war tot, Sir. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Ja, nur das kleine Messer, Sir. Ich fand es auf dem Boden. Gewöhnlich liegt es aber auf dem Schreibtisch vom Herrn Professor. Ja, vielen Dank, Susan. Haben Sie mir sonst noch was zu sagen? Nein, Sir. Und nun zu Ihnen, Mrs. Marker. Ja, Sir. Sie kam doch auch, nicht wahr? Ja, aber ich habe ihn nicht mehr sprechen hören. Als ich kam, war er schon tot. Und was taten Sie? Ich ließ Susan bei ihm und lief hinauf zum Herrn Professor. Er saß aufrecht in seinem Bett und war ganz außer Fassung. Außer Fassung? Ja, in einem furchtbaren Zustand war. Er hatte gehört, dass irgendwas los war. Er hatte Mr. Smiths Schrei gehört und wusste, dass etwas Entsetzliches passiert war. War Professor Korn noch in seinem Nachthemd? Oh ja, Sir. Haben Sie dem Professor dann erzählt, was geschehen war? Ja, Sir. Er sagte, ich sollte sofort den Gärtner zur Polizei schicken und das tat ich auch, Sir. Wo ist meine Pfeife, Watson? Hier. Danke. Na, und weiter? Die Ortspolizei sandte ein Telegramm an Scotland Yard. Ich fuhr sofort hin und habe als erstes ausdrücklich Weisung gegeben, dass niemand das Haus betreten soll und dass im Haus selbst nichts angerührt werden darf. Ja, ich muss sagen, es war eine wunderbare Chance für mich, Ihre Theorien einmal selbst in die Praxis umzusetzen, Mr. Holmes. Sehr schmeichelhaft, Inspektor. Ja, wirklich, Mr. Holmes. Die Voraussetzungen waren ideal. Nichts fehlte. Außer Mr. Sherlock Holmes, offenbar. Ja, ganz so einfach war es schließlich doch nicht. Sehen Sie... Ich sehe vor allem, dass mein Freund Watson mit Ungeduld auf die übrigen Einzelheiten wartet. Wenn Sie so gut wären, uns die zunächst zu erzählen. Ja, bitte. Gut. Die erste Frage, die ich mir vorlegte, war, wie der Mörder ins Haus und wieder hinaus gelangt war. Ganz richtig. Es kam eigentlich nur der Gartenweg und die Hintertür in Frage. Sonst wäre er Susan direkt in die Arme gelaufen, als sie die Treppe herunterkam. Ich richtete daher meine Aufmerksamkeit auf den Gartenweg. Da kurz vor dem Mord viel Regen gefallen war, musste er eigentlich frische Fußspuren aufweisen. Na und? Gib mal Feuer. Haben Sie welche gefunden? Das ist es ja eben. Meine Untersuchung erwies, dass ich es mit einem sehr vorsichtigen und erfahrenen Verbrecher zu tun hatte. Der Weg zeigte keine Fußstapfen. Ohne Zweifel war dagegen jemand auf dem Grasstreifen längs des Weges gegangen, eben um keine Spuren zu hinterlassen. Das Gras war niedergetreten, aber einen deutlichen Abdruck konnte ich nirgends finden. Trotzdem, weder der Gärtner noch sonst jemand war an diesem Morgen dort entlang gegangen. Wo führt der Weg hin? Vom Haus zur Straße. Wie lang ist der? An die 100 Meter. Dann konnten Sie aber doch sicher die Spur dort aufnehmen, wo der Weg durch das Gartentor führt? Unglücklicherweise ist diese Stelle gepflastert. Und auf der Straße selbst? Nichts. Die Straße war reiner Matsch. Schade. Und die Spuren im Gras, führten die zum Haus oder weg davon? Ja, es war unmöglich zu erkennen, Mr. Holmes. Nirgends ein klarer Umriss. Waren es große Füße oder kleine? Auch das konnte man nicht unterscheiden. Das ist wirklich zu dumm. Ja. Noch dazu, da es seither ununterbrochen geregnet und gestürmt hat. Tja, ist nicht zu ändern. Und was haben Sie getan, Hopkins, als Sie sich darüber im Klaren waren, dass Sie nichts klargestellt hatten?
Ich finde, ich habe allerhand klargestellt, Mr. Holmes. Mhm. Ich wusste, dass jemand vorsichtig von außen ins Haus eingedrungen war. Daraufhin nahm ich mir den Korridor vor. Er ist ganz mit Kokosmatten ausgelegt, auf dem man rein gar nichts sieht. Dann landete ich also schließlich im Arbeitszimmer selbst, einem großen, spärlich möblierten Raum. Das Hauptmöbel darin ist ein enormer Schreibtisch mit einem hohen Aufsatz. Die Schubladen dieses Aufsatzes standen offen, während das Schränkchen in der Mitte verschlossen war. Ist irgendetwas weggekommen? Nein, nein. Professor Korn versicherte mir, dass nichts fehlt. Ja, was die Leiche des jungen Smith betrifft, die Wunde befand sich rechts in seinem Hals. Das Messer war von hinten eingedrungen, sodass er sich die Wunde fast unmöglich selbst beigebracht haben kann. Es sei denn, er ist in das Messer gefallen, Inspektor. Ja, daran habe ich auch einen Augenblick gedacht, Dr. Watson. Aber das Messer lag beinahe einen Meter von der Leiche entfernt. Übrigens, was war das denn für ein Messer? So ein kleines Siegelmesser mit Elfenbeingriff und feststehender Klinge. Die Wunde war klein, aber sehr tief. Aha. Und außerdem, falls er in das Messer gefallen wäre, was hätten dann seine letzten Worte zu bedeuten? Das frage ich mich auch. Haben Sie sonst noch etwas gefunden, Hopkins? Allerdings. Und zwar ein sehr ungewöhnliches Beweisstück. Hier, sehen Sie. Ah, einen Klemmer. Ja. Ja. Er befand sich in der rechten Hand des Verstorbenen. Ihm selbst gehörte er nicht. Er hatte ausgezeichnete Augen. Zweifellos hatte ihn dem Mörder von der Nase gerissen. Darf ich ihn einmal ansehen? Ja, bitte, bitte. Danke. Oh, ist ein gutes Stück, massives Gold. Mal sehen, ob er mir passt. Du liebe Güte, ist allerdings erstaunlich. Sagt dir das Ding etwas, Holmes? Sehr viel sogar. Sie haben doch sicher Ihr Notizbuch bei sich, Inspektor. Oh, ja, gewiss. Dann seien Sie so gut und notieren Sie, was ich Ihnen jetzt sage. Ja, gern, Mr. Holmes, ich bin bereit. Schreiben Sie. Gesucht eine Frau mit gutem Auftreten und wie eine Dame mit Sorgfalt gekleidet. Sie hat eine auffallend dicke Nase und eng zusammenstehende Augen. Ihre Stirn ist runzlig, sie ist geneigt, die Augen zusammen zu kneifen und ihre Schultern etwas hochzuziehen. Allem Anschein nach hat sie mindestens zweimal in den letzten Monaten einen Optiker aufgesucht. Da ihre Augengläser ungewöhnlich scharf sind und es nicht allzu viele Optiker gibt, dürfte es nicht schwer fallen, sie ausfindig zu machen. Haben Sie das? Ja, das alles. Ausfindig zu machen. So, das alles. Aber Mr. Holmes, ich muss schon sagen... Meine Folgerungen sind doch sonnenklar. Ich kann mir kaum einen Gegenstand vorstellen, der aufschlussreicher ist als ein paar Augengläser. Noch dazu so außergewöhnliche... Ich muss zugeben, ich verstehe kein Wort. Also, der zierlichen Konstruktion entnehme ich, dass der Kneifer einer Frau gehört. Dass sie eine sorgfältig gekleidete Frau von gutem Auftreten ist, ergibt sich schon daraus, dass eine sonst nachlässige Person gewiss keine so eleganten, goldgefassten Gläser tragen würde. Hier, Watson, setz sie doch mal auf, ja? Na, wie du siehst, sind die Klammern viel zu weit für deine Nase, nicht? Die Nase der Dame muss also an der Wurzel ungewöhnlich breit sein. Ja, das stimmt allerdings. Ja, derartige Nasen sind meistens auch kurz und derb. Da es aber auch Ausnahmen gibt, will ich mich auf diesen Punkt nicht versteifen. Weiter. Obwohl ich selbst ein schmales Gesicht habe, bin ich doch nicht in der Lage, durch die Mitte oder auch nur annähernd die Mitte der Gläser zu sehen. Deshalb müssen die Augen der Dame sehr eng zusammenstehen. Du kannst dich außerdem davon überzeugen, Watson, dass die Gläser konkav und ungewöhnlich scharf sind. Das kann man wohl sagen. Außergewöhnlich scharf sogar. Und einem Mediziner brauche ich wohl kaum zu erzählen, dass eine Frau, die ihr ganzes Leben lang derart unter schlechten Augen gelitten hat, sicher auch sonst alle Merkmale der Kurzsichtigkeit aufweist, soweit man diese an der Stirn, den Augenlidern und der Haltung der Schultern beobachten kann. Jetzt verstehe ich, Mr. Holmes. Ach nein. Ja, ich muss sagen, ich finde Ihre Schlüsse bewundernswert. Aber ich weiß immer noch nicht, wie Sie darauf kommen, dass Sie kürzlich zweimal beim Optiker gewesen sein sollen. Wenn Sie sich den Klemmer einmal genauer ansehen wollen... Hier, bitte, Inspektor. ...werden Danke. Sie doch bemerken, dass die Nasenklammern innen dünn mit Kork belegt sind, um den Druck auf die Nase zu vermindern. Ja, das sehe ich, ja. Auf der einen Seite ist die Auflage etwas abgenutzt und verfärbt, die andere hingegen ist neu, ne? Offenbar hat sich eine gelöst, ist ersetzt worden. Selbst die ältere ist jedoch nach meinem Dafürhalten erst vor einigen Monaten angebracht worden.
Da beide völlig gleich sind, nehme ich an, dass die Dame die Reparatur im selben Geschäft hat ausführen lassen. Donnerwetter! Unglaublich! Wenn ich bedenke, dass ich all diese Hinweise in der Hand hatte, ohne es zu wissen. Immerhin, ich hatte natürlich die Absicht, die Londoner Optiker abzuklappern. Ja, ja, selbstredend natürlich. Aber sagen Sie, Inspektor, haben Sie uns noch mehr über den Fall zu berichten? Nein, nichts, Mr. Holmes. Ich glaube, Sie wissen jetzt so viel wie ich. Wenn nicht mehr. Oh. Wir haben uns nach Fremden erkundigt, die eventuell in der Nachbarschaft gesehen worden sind. Aber offenbar hat man niemanden beobachtet. Das ganze Verbrechen sieht so sinnlos aus. Das ist es ja eben. Kein Mensch kann sich auch nur das geringste Motiv vorstellen. Sie wohl auch nicht, Mr. Holmes. In dieser Hinsicht kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Aber Sie erwarten wahrscheinlich, dass wir morgen mit Ihnen hinausfahren. Wenn das nicht so viel verlangt ist. Um 6 Uhr morgens fährt ein Zug vom Charing Cross Bahnhof nach Chatham. Damit wären wir zwischen 8 und 9 Uhr bereits in Yoxley Old Place. Und jetzt ist es 1 Uhr Nacht. Sie bleiben am besten gleich hier, legen sich die paar Stunden noch aufs Ohr. Ja, das ist allerdings eine glänzende Idee. Sie können es sich ja auf dem Sofa vor dem Kamin bequem machen. Und da bestimmt weder Mrs. Hudson noch sonst ein vernünftiger Mensch um 6 Uhr morgens auf ist, werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, Ihnen auf meinen Spirituskocher eine Tasse Tee zu bereiten. Ja, ehe wir aufbrechen. Ja, es ist bitterkalt, Dr. Watson. Ein Trost, dass sich der Wind gelegt hat. Morgen, Sir. Ja, Constable, was Neues? Nein, Sir, gar nichts. Ist nirgends ein Fremder gesehen worden? Nein, Sir, habe eben noch mal am Bahnhof nachgefragt. Haben Sie sich auch in den Gast- und Logierhäusern erkundigt? Da ist auch niemand, der in Betracht kommen könnte. Tja, ist ja auch nur ein kleiner Spaziergang von hier nach Chatham. Da kann jeder leicht unterschlupfen, ohne bemerkt zu werden. Na schön, machen Sie weiter. Jawohl, Sir. Also, das ist der Gartenweg, von dem ich Ihnen erzählt habe, Mr. Holmes. Und auf welcher Seite waren die Spuren im Gras? Hier. Hier. Ja. Ja, allerdings. Hier ist jemand gegangen. Die Person muss sehr vorsichtig gegangen sein, sonst hätte sie entweder rechts auf dem Weg oder links in dem Blumenbeet Spuren hinterlassen. Ja, eine hartgesottene Person. Offensichtlich eine Dame. Eine Dame? Und Sie sagen, sie muss auf dem gleichen Weg zurückgekommen sein? Es gibt keinen anderen. Das ist eine erstaunliche Leistung, das muss ich sagen. Ich glaube, der Weg hier hilft uns auch nicht mehr weiter. Gehen wir lieber hinein zum Tatort. Inspektor, bis jetzt habe ich festgestellt, das Gartentor steht für gewöhnlich offen, sodass die Dame nur einfach hereinzuspazieren brauchte. An Mord dachte sie offenbar nicht, sonst hätte sie sich wohl mit einer Waffe ausgerüstet, anstatt das Messer vom Schreibtisch zu benutzen. Sie kam den Korridor entlang, ohne auf den Kokosläufer Abdrücke zu hinterlassen, ja. Dann betrat sie das Arbeitszimmer. Was hat sie vor? Sie geht zum Schreibtisch. Weshalb? Nicht, um etwas aus den Schubladen zu holen, denn ist ja alles noch da, nein. Es muss etwas in dem Schränkchen da gewesen sein. Oh. Oh, was ist denn das für ein Kratzer neben dem Schlüsselloch? Warum haben Sie mir denn nichts davon gesagt, Hopkins? Bemerkt habe ich ihn schon, Mr. Holmes. Aber in einem Schlüsselloch findet man doch immer solche Kratzer. Watson, ruf doch mal eben Mrs. Marker und das Stubenmädchen, ja? Ja, gern, Holmes. Dieser Kratzer ist frisch, Hopkins, ganz frisch. Sehen Sie mal, wie der Strich glitzert auf dem Messingbeschlag. Da. Nehmen Sie mal meine Lupe. Danke. Ja, ja. Jetzt sehe ich es auch. Ein alter Kratzer hätte dieselbe Farbe angenommen wie der Rest. Hier ist Mrs. Marker, Holmes. Sagen Sie, Mrs. Marker, haben Sie gestern wie immer den Schreibtisch abgestaubt? Natürlich, Sir. Haben Sie auch diesen Kratzer an dem Schränkchen bemerkt? Wo, Sir? Hier. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Der war ganz bestimmt noch nicht da. Wer hat den Schlüssel? Den trägt der Herr Professor an seiner Uhrkette. Danke. Und Sie sind Susan Talon? Ja, Sir. Ich möchte gerne wissen, Susan, ob jemand durch diese Tür hier hätte entkommen können, nachdem Sie den Schrei gehört haben, ohne
von Ihnen gesehen zu werden. Ganz ausgeschlossen, Sir. Ich kann ja schon von der Treppe aus alles im Gang sehen. Und wenn ich nicht irre, da führt der andere Gang nur zu dem Schlafzimmer von Professor Korn. Ganz recht, Sir. Nur zum Herrn Professor. Vielen Dank, das wäre alles. Keine Ursache, Sir. Ja, Mr. Holmes. Ja, jetzt wissen wir schon etwas mehr. Unsere Dame betritt das Zimmer, geht zum Schreibtisch, öffnet das Schränkchen oder macht jedenfalls den Versuch. Während sie damit beschäftigt ist, kommt Smith herein. Sie zieht den Schlüssel eilig aus dem Schloss und macht dabei den Kratzer auf die Klappe. Der Sekretär will sie festhalten, sie ergreift den nächstbesten Gegenstand, zufällig das Messer, und sticht zu, um sich freizumachen. Der Stich ist tödlich. Sie flieht entweder mit oder ohne den Gegenstand, den sie gesucht hat. Ja, so sieht es aus. Wie ich übrigens bemerke, ist der Gang zu dem Zimmer des Professors auch mit Kokosmatten ausgelegt. Ja. Das ist äußerst wichtig. Ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Das ist doch klar. Na ja, lassen wir das für den Augenblick. Vielleicht täusche ich mich auch. Stellen Sie mich bitte dem Professor vor. Ich muss Sie wegen der Unordnung um Entschuldigung bitten, meine Herren. Mein Sekretär fehlt mir sehr. Ich arbeite nämlich gerade an dem großen Werk meines Lebens. Dürfen wir uns erkundigen, um was es sich handelt? Eine Analyse der in den koptischen Klöstern von Syrien und Ägypten gefundenen Urkunden ist ein einschneidendes Werk für das rechte Verständnis offenbarter Religion. Schieben Sie doch die Papiere einfach beiseite und nehmen Sie hier auf dem Bett Platz. Vielen Dank. Und bitte nehmen Sie doch auch eine Zigarette. Danke. Bitte. Sie auch? Danke. Und Sie, Inspektor? Nein, danke. Ja. Ich lasse mir die Zigaretten von Ioannides in Alexandrien herstellen. Er schickt mir jedes Mal 1000 Stück. Und ich muss leider gestehen, dass ich alle 14 Tage eine neue Sendung bestellen muss. Aber... Schlimm, sehr schlimm, ich weiß. Aber in meinem Alter hat man nur noch diese kleinen Freuden. Der Tabak und meine Arbeit. Das ist alles, was mir noch geblieben ist. Und jetzt nur noch der Tabak. Wer hätte geahnt, dass dem jungen Mann so etwas Schreckliches zustoßen könnte? Und noch dazu so ein ausgezeichneter Sekretär. Ganz ausgezeichnet. Was halten Sie von der Sache, Mr. Holmes? Ich bin noch zu keiner festen Meinung gelangt. Ich wäre Ihnen sehr verpflichtet, wenn Sie etwas Licht in diese dunkle Angelegenheit bringen könnten. Auf einen alten, kränklichen Bücherwurm wie mich wirkt ein solcher Schlag geradezu lähmend. Aber Sie sind ein Mann der Tat. Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie uns zur Seite stehen. Aber bitte nehmen Sie doch noch eine Zigarette. Alle Achtung, Sie rauchen ja noch schneller als ich. Okay. Ja. Ich bin Kenner und Ihre Zigaretten sind vorzüglich. Aber zur Sache, Professor Korn. Da Sie sich, wie ich höre, zur Zeit des Verbrechens im Bett befanden, werde ich Sie nicht mit unnötigen Fragen belästigen. Nur eins möchte ich gerne wissen. Ja? Was kann Ihrer Ansicht nach der arme Kerl mit seinen letzten Worten, Professor, Sie war es, gemeint haben? Unser Mädchen, die Susan, kommt vom Lande, Mr. Holmes. Und Sie wissen ja, wie unglaublich beschränkt manche dieser Leute sind. Ich nehme an, der Junge hat irgendetwas Unzusammenhängendes, Verworrenes gemurmelt, und sie hat sich daraus diesen sinnlosen Ausruf zusammengereimt. Sie selbst haben keine Erklärung für diese Tragödie? Möglicherweise ein Unfall. Möglicherweise aber das nur unter uns. Selbstmord. Junge Leute haben oft ihre verborgenen Nöte. Liebeskummer zum Beispiel. Immerhin wahrscheinlicher als Mord. Aber der Klemmer, wo kommt der denn her? Ach, ich bin nur ein Gelehrter und lebe in den Wolken. Die Dinge des praktischen Lebens sind mir fremd. Oh, nehmen Sie doch bitte noch eine Zigarette, Mr. Holmes. Es freut mich, wenn jemand Sie derart zu schätzen weiß. Nun ja, aber das in der Liebe die seltsamsten Gegenstände zu andenken werden, ein Fächer, ein Handschuh, selbst ein Klemmer, das wissen wir doch alle. Kommt es Ihnen so unverständlich vor, dass ein Mann in dem Moment, in dem er den Tod wählt, dieses Symbol in der Hand hält? Vielleicht ist es kindisch. Aber ich habe den Eindruck, dass Smith seinem Leben selbst ein Ende bereitet hat. So, ja. Ja. Sagen Sie, Professor Corum, was befindet sich in dem Schränkchen über dem Schreibtisch? Da. Nichts, das einen Dieb interessieren könnte. Familienpapiere, Diplome der Universitäten, die mich ausgezeichnet haben.
Hier ist der Schlüssel. Überzeugen Sie sich selbst. Danke. Nein, nein, ich glaube kaum, dass das Zweck hätte. Nehmen Sie Ihren Schlüssel ruhig wieder zurück, Professor Coram. Danke sehr. Ich gebe zu, Ihre Selbstmordtheorie ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir müssen uns entschuldigen, Professor Coram, dass wir Sie belästigt haben. Ich verspreche Ihnen, vor 2 Uhr heute Nachmittag werden wir Sie nicht wieder stören. Dann komme ich wieder, wenn ich darf. Bitte sehr. Und berichte Ihnen, was sich inzwischen zugetragen hat. Tun Sie das, ich bitte darum. Oh, und nehmen Sie sich doch noch ein paar Zigaretten mit. Na, Holmes, hast du schon eine Idee? Ja, was halten Sie davon, Mr. Holmes? Alles hängt von den Zigaretten ab, die ich eben geraucht habe. Vielleicht bin ich ganz und gar auf der falschen Fährte. Die Zigaretten werden es beweisen. Die Zigaretten? Ich habe dich noch nie im Leben so viel rauchen sehen. Außer Pfeife natürlich. Und ich hoffe, ich werde es nie wieder tun müssen, mein lieber Watson. Da kommt ja Mrs. Marker, genau die richtige Person für eine kurze, aber aufschlussreiche Unterhaltung. Mrs. Marker. Ja, Mr. Holmes. Ich wollte Ihnen meine Anerkennung aussprechen über die Art und Weise, wie Sie das Haus hier in Ordnung halten. Oh. Ich habe es gerade schon meinem Freund gesagt, nicht wahr, Watson? Oh ja, natürlich. Wirklich lobenswert. Sehr freundlich von Ihnen, wirklich sehr. Das ist sicher nicht ganz leicht bei den vielen Zigaretten, die der Herr Professor raucht. Überall Asche, nicht wahr? Oh, da haben Sie ganz recht, Sir, ganz recht. Manchmal sieht es in seinem Zimmer aus wie in London beim Nebel. Schadet denn das seiner Gesundheit nicht? Seine Gesundheit? Das weiß ich nicht, Sir. Aber sein Appetit leidet doch bestimmt darunter. Derart starkes Rauchen muss doch den Appetit schwer beeinträchtigen. Ja, das wechselt. Manchmal isst er viel und manchmal wenig, das muss ich zugeben. Dachte ich mir's doch, ja. Heute Morgen zum Beispiel, ich wette, heute hat er überhaupt nicht gefrühstückt. Und sein Mittagessen rührt er bestimmt auch nicht an, nach all den Zigaretten, die ich ihn eben rauchen sah. Oh, da sind Sie aber auf dem Holzweg, Sir. So? Wirklich? Heute Morgen hat er besonders ausgiebig gefrühstückt. Ich kann mich nicht erinnern, wann er zuletzt so viel gegessen hat. Und außerdem hat er sich für heute Mittag eine besonders große Portion Irish Stew bestellt. Ach. Ja, da habe ich auch gestaunt, Sir. Ja, das wundert mich allerdings sehr, Mrs. Marker. Aber wir dürfen Sie nicht länger aufhalten. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Du führst etwas im Schilde, Holmes. Ich kenne die Symptome. Glaubst du, mein lieber Watson? Um 2 Uhr. Besuchen wir noch einmal Professor Coram. Dann werden wir sehen, wohin meine Schlussfolgerungen führen. Auf die Minute, meine Herren. Kommen Sie, Mr. Holmes. Sicher freuen Sie sich schon auf meine guten Zigaretten. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Professor Coram. Keine Ursache. Da nehmen Sie die Dose und bedienen Sie sich. Oh! Entschuldigen Sie vielmals meine Ungeschicklichkeit. Ich hebe Sie schon auf, Holmes. Nein, auf keinen Fall, Watson. War meine Schuld. Ich bestehe darauf, Sie selbst aufzuheben. So ein Glück, dass wir heute Morgen schon so viele geraucht haben. Manche sind ja bis zum Bücherschrank geholt. So, da sind Sie wohl alle wieder. Ja, das habe ich, glaube ich, alle zusammen. Das war wirklich unnötige Mühe, Mr. Holmes. Mrs. Marker hätte sich später schon aufgehoben. Aber jetzt sagen Sie mir, haben Sie unser Geheimnis inzwischen gelöst? Ja, das habe ich. Ach, was Sie nicht sagen. Und alles durch einen Spaziergang im Garten? Nein, hier, in diesem Zimmer. Hier? Wann? In diesem Augenblick. Sie belieben zu scherzen, Sherlock Holmes. Dann zwingen Sie mich darauf hinzuweisen, dass die Angelegenheit doch wohl zu ernst Professor ist. Professor Coram, ich durchschaue noch nicht ganz, was Ihre Motive sind und welche Rolle Sie in dieser merkwürdigen Angelegenheit spielen. In wenigen Minuten werde ich es vermutlich aus Ihrem eigenen Munde erfahren. Inzwischen möchte ich noch einmal zusammenfassen, was vorgefallen ist, damit Sie wissen, welche Auskünfte ich noch benötige. Wie Sie wünschen. Gestern betrat eine Dame ihr Arbeitszimmer in der Absicht, sich gewisse Dokumente aus ihrem Schränkchen anzueignen. Und zwar mit ihrem eigenen Schlüssel. Ihr Schlüssel, Professor Coram, den Sie mir vorhin einen Moment überließen, weist nicht die geringste Spur einer Verfärbung auf, wie sie der Kratzer auf dem Messingschloss hätte hervorbringen müssen. Sie waren also nicht an der Sache beteiligt. Die Dame kam offenbar ohne ihr Wissen, um sie zu berauben.
Höchst interessant und aufschlussreich. Und nachdem Sie die Dame so weit verfolgt haben, können Sie uns sicherlich auch sagen, was aus ihr geworden ist. Ich will es versuchen. Zunächst einmal wurde sie von ihrem Sekretär Smith ertappt und erstach ihn, um zu entkommen. Ich bin sogar geneigt, diese Tragödie als ein bedauerliches Missgeschick anzusehen. Entsetzt über ihre Tat flüchtete sie. Unglücklicherweise hatte sie dabei ihren Klemmer verloren. Und da sie äußerst kurzsichtig ist, war sie ohne ihn völlig hilflos. Sie lief einen Korridor entlang, im Glauben, es wäre der gleiche, durch den sie hereingekommen war. Denn beide waren mit Kokosläufern ausgelegt. Erst zu spät wurde ihr klar, dass sie in die falsche Richtung gelaufen war. Zurück konnte sie nicht mehr, sie musste weiter. Sie kam zu einer kleinen Treppe, stieg hinauf, öffnete eine Tür und befand sich hier, in ihrem Zimmer. Alles schön und gut, aber Ihre Theorie hat einen kleinen Haken. Ich befand mich nämlich selbst in meinem Zimmer. Das ist mir bekannt. Und Sie wollen behaupten, ich hätte hier im Bett gelegen, ohne zu merken, dass eine Frau mein Zimmer betritt? Das habe ich nicht gesagt. Sie haben es bemerkt. Sie haben sie sogar erkannt und ihr zur Flucht verholfen. Sie sind wohl verrückt. Ich soll ihr zur Flucht verholfen haben? Wo ist sie denn dann jetzt? Dort ist sie. Hinter dem Bücherschrank. Mr. Holmes. Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Hier bin ich. Großer Gott. Ich verhafte Sie im Namen der Königin wegen Mordes an Willoughby Smith. Ja, Sir. Ich bin Ihnen ausgeliefert. Von meinem Versteck aus konnte ich alles mit anhören. Ich weiß, dass Sie die Wahrheit entdeckt haben. Ich war es, die den jungen Mann getötet hat. Und dann? Sie hatten auch damit recht, Sir, dass es ein Missgeschick war. Ich wusste nicht einmal, dass ich ein Messer in der Hand hielt. In meiner Verzweiflung ergriff ich den nächstbesten Gegenstand auf dem Schreibtisch und stach zu, um loszukommen. Ich bin die Frau dieses Mannes. Er ist kein Engländer, sondern Russe. Seinen richtigen Namen werde ich Ihnen jedoch nicht verraten. Danke, Anna. Warum klammerst du dich eigentlich so fest an dein armseliges Leben, Sergius? Es hat niemandem Glück gebracht. Am wenigsten dir selber. Bitte sprechen Sie weiter. Ich war ein junges Mädchen, als ich seinerzeit in Russland diesen alten Mann hier heiratete. Wir waren Reformer, Revolutionäre. Dann kam eine Zeit der Verfolgung. Ein Polizist war umgebracht worden. Um sein eigenes Leben zu retten und eine hohe Belohnung einzustecken, verriet mein Mann seine Kameraden und darunter auch mich. Anna. Unter unseren Kameraden war ein hochanständiger, selbstloser und liebenswerter Mann. Alles Eigenschaften, die mein Mann nicht besitzt. Alexis hasste die Gewalt. Er schrieb Brief über Brief, um mich von der ganzen Sache abzubringen. Diese Briefe hätten mir und ihm Jahre in Sibirien erspart, aber mein Mann fand sie. Er versteckte sie und wir wurden beide verurteilt. Ich bin schließlich freigelassen worden, aber Alexis verrichtet immer noch Zwangsarbeit in den Salzbergwerken. Anna. Stell dir das vor, du Schuft. Dein Leben war in meiner Hand, hier in diesem Zimmer. Aber ich habe dich verschont. Gott segne dich, Anna. Ich kam nach England in der Absicht, mir die Briefe zu verschaffen, die Alexis die Freiheit wieder schenken würden. Dass du sie mir nie herausgeben würdest, wusste ich. Und deshalb engagierte ich einen Privatdetektiv, der sich hier als Sekretär anstellen ließ. Es war dein vorletzter Sekretär. Er entdeckte, wo sich die Briefe befanden und machte einen Abdruck von dem Schlüssel. Weiter wollte er nicht gehen, also verließ er die Stelle. Ich nahm all meinen Mut zusammen und kam hierher, um die Papiere selbst zu holen. Das habe ich auch erreicht. Aber um welchen Preis? Die letzten Worte des Sterbenden waren: Professor, sie war es. Soll das heißen, dass Smith wusste, wer sie waren? Der Zufall wollte es, dass ich ihm morgens am Gartentor begegnet war und ihn nach Professor Coram fragte. So muss es gewesen sein. Smith kam zurück und erzählte dem Professor von der Frau, die er getroffen hatte. Im Sterben versuchte er dann noch, ihm mitzuteilen, dass sie der Täter war, die Frau, von der Sie gerade gesprochen hatten. Lassen Sie mich ausreden. Sobald der junge Mann zu Boden gefallen war, stürzte ich in dieses Zimmer. Mein Mann wollte mich der Polizei übergeben. Ich jedoch drohte ihm, dass ich ihn dann in unserer Partei als Verräter bloßstellen würde.
Einzig und allein aus diesem Grund erlaubte er mir, mich in der Nische hinter dem Bücherschrank zu verstecken, wenn wir jemanden kommen hörten. Seine Mahlzeiten reichten für uns beide. Wir waren uns darüber einig, dass ich, sobald die Polizei fort war, bei Nacht verschwinden und nie mehr wiederkommen sollte. Hier, Sir, sind die Briefe, die Alexis retten werden. Ich vertraue auf Ihre Ehre und Ihren Sinn für Gerechtigkeit. Ich habe Gift genommen, ehe ich mein Versteck verließ. Schnell, Inspektor, helfen Sie mir! Nein, es ist zu spät. Zu spät. Komplizierter Fall, mein lieber Watson. Und doch ein sehr lehrreicher. Was hat es eigentlich mit den Fußspuren auf dem Grassteifen auf sich, Holmes? Das verstehe ich ganz und gar nicht. Als Freund Hopkins mir einreden wollte, dass der Eindringling nach Verlust der scharfen Augengläser auf dem gleichen Weg entweichen konnte, auf dem er gekommen war, nämlich mit vorsichtigen Schritten über eine schmale Grasnarbe, da hielt ich das von vornherein für unmöglich. Ich sah mich gezwungen, die Hypothese zu erwägen, dass die Dame sich noch im Hause aufhielt. Nachdem ich gesehen hatte, wie ähnlich die beiden Korridore sind, wurde mir klar, dass sie in des Professors Schlafzimmer gegangen sein musste, denn ein anderes Versteck gab es nicht. Eine kleine Nische hinter dem Bücherschrank ist in allen Bibliotheken nichts Ungewöhnliches. Deshalb brauchte ich eine Unmenge Zigaretten, ließ die Asche überall vor dem Bücherschrank auf den Boden fallen. Nachdem wir dann ermittelt hatten, dass des Professors Nahrungsbedarf gestiegen war, kehrten wir wieder in sein Zimmer zurück, wo ich beim Einsammeln der verstreuten Zigaretten den Boden genau untersuchen konnte. Und die Spuren in der Asche bewiesen Ihnen also, dass die Dame während unserer Abwesenheit aus ihrem Versteck hervorgekommen war. Ganz recht, Inspektor. Erstaunlich, Holmes. Vor lauter Erzählen haben wir ja gar nicht bemerkt, dass wir schon in London angekommen sind. Lieber Hopkins, ich gratuliere Ihnen zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Nachforschung. Sie gehen wohl gleich nach Scotland Yard zurück. Ja, das habe ich vor, Mr. Holmes. Und wir, Watson, fahren am besten gleich zur russischen Botschaft. Wir haben dort ein paar Briefe abzuliefern. Der goldene Klemmer. Ein Hörspiel nach... Wiederkehr von Sherlock Holmes. Charles Augustus Milverton. Es ist Jahre her, seit sich die Vorfälle, von denen ich spreche, ereigneten. Und doch komme ich noch jetzt nur mit einer gewissen Vorsicht auf sie zurück. Über eine lange Zeit wäre es selbst unter Wahrung äußerster Diskretion und Verschwiegenheit
nicht möglich gewesen, die Tatsachen der Öffentlichkeit preiszugeben. Doch nun ist die vor allem betroffene Person für das irdische Gericht unerreichbar geworden. Und so kann die Geschichte mit gebotener Zurückhaltung erzählt werden, sodass durch sie wirklich niemand mehr verletzt wird. Die Geschehnisse bezeugen eine ganz einzigartige Erfahrung in unser beider, Mr. Holmes und meiner eigenen Laufbahn. Der Leser wird entschuldigen, dass ich das Datum sowie jedes andere Faktum verschweige, welches zur Entdeckung des wirklichen Vorfalls führen könnte. Holmes und ich waren eine Stunde lang auf unserem Abendspaziergang unterwegs gewesen und gegen 6 Uhr zurückgekehrt. Es war ein kalter, frostiger Winterabend. Als Holmes die Lampe anzündete, fiel das Licht auf eine auf dem Tisch liegende Visitenkarte. Er betrachtete sie flüchtig, warf sie dann aber in plötzlichem Ärger zu Boden. Ich nahm sie auf und las: Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, Agent. Wer ist das? Fragte ich. Der schlechteste Mann von London, antwortete Holmes, setzte sich und streckte die Beine vorm Kaminfeuer aus. Steht etwas auf der Rückseite? Ich drehte die Karte um. Werde um 6.30 Uhr vorsprechen, C.A.M., las ich vor. Dann wird er gleich hier sein. Kennen Sie diesen herankriechenden Schauder, Watson, wenn Sie im Zoo vor den Schlangen stehen, den glänzenden, gleitenden, giftigen Tieren mit ihren tödlichen Augen und den boshaften, breiten Gesichtern? Solch ein Gefühl habe ich auch bei Milverton. Ich habe beruflich mit 50 Mördern zu tun gehabt, aber nicht einmal der schlimmste von ihnen flößte mir den Abscheu ein, den ich vor diesem Burschen empfinde. Und doch kann ich es nicht vermeiden, mich geschäftlich mit ihm einzulassen. Damit nicht genug. Er kommt, weil ich ihn eingeladen habe. Aber wer ist er? Ich werde es Ihnen sagen, Watson. Er ist der König aller Erpresser. Der Himmel steht dem Mann bei und mehr noch der Frau, deren Geheimnis und Ruf Milverton in seine Gewalt bekommt. Mit lächelndem Gesicht und einem Herz von Stein wird er sie ausquetschen wie eine Zitrone. Der Bursche ist genial in seiner Art und hätte in einem geschmackvolleren Gewerbe Vorzügliches leisten können. Seine Methode ist die: Er lässt wissen, dass er zur Zahlung sehr hoher Summen für Briefe bereit ist, die reiche oder prominente Personen kompromittieren. Seine Ware erhält er nicht nur durch treulose Diener und Hausmädchen, sondern oft auch von vornehmen Schurken, die die Zuneigung und Liebe vertrauensseliger Frauen gewonnen haben. Er zahlt durchaus nicht knauserig. Zufällig weiß ich, dass er einem Lakai 700 Pfund für eine Mitteilung von 2 Zeilen Länge bezahlt hat. Das Ergebnis war der Ruin einer vornehmen Familie. Alles, was sich auf dem Markt befindet, gelangt an Milverton. Und es gibt Hunderte in dieser großen Stadt, die bei seinem Namen erbleichen. Kein Mensch weiß, wo er zuschlagen wird, denn er ist viel zu reich und viel zu schlau, als dass er von der Hand in den Mund arbeitete. Jahrelang hält er eine Karte zurück, um sie in dem Moment auszuspielen, da sie den fettesten Stich zu machen verspricht. Ich sagte, er ist der schlechteste Kerl von ganz London. Und ich frage Sie, wie man den Strolch, der in der Wut seinen Kumpel niederknüppelt, mit diesem Mann vergleichen soll, der planmäßig und wenn es ihm gerade passt, Seelen foltert und an Nerven zerrt, mit dem Ziel, seine bereits prallen Geldsäcke weiter aufzufüllen. Selten hatte ich meinen Freund mit solch starkem Beteiligtsein sprechen hören. Aber der Bursche muss doch, sagte ich, vom Gesetz her zu fassen sein. Theoretisch zweifellos, praktisch nicht. Was nützt es zum Beispiel einer Frau, ihn für einige Monate ins Gefängnis gebracht zu haben, wenn ihr eigenes Verderben unmittelbar darauf folgen muss? Seine Opfer wagen sich nicht zu wehren. Wenn er jemals einen Unschuldigen erpresste, ja, dann hätten wir ihn. Aber er ist schlau wie der Teufel. Nein, nein, wir müssen andere Wege finden, ihn außer Gefecht zu setzen. Und weshalb kommt er? Weil eine in der Gesellschaft bekannte Klientin ihren traurigen Fall in meine Hände gelegt hat.
Es ist Lady Eva Brackwell, die schönste Debütantin der letzten Saison. In 14 Tagen soll sie dem Earl of Dover Court angetraut werden. Unser Unhold nun besitzt mehrere unbedachte Briefe. Unbedachte Briefe, Watson, nichts Schlimmeres. Geschrieben an einen unvermögenden jungen Landadligen. Sie würden genügen, die Heirat zu verhindern. Milverton wird die Briefe dem Earl schicken, wenn ihm nicht ein großer Betrag ausgezahlt wird. Ich bin beauftragt worden, mich mit ihm zu treffen und die bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln. In dem Moment drang von der Straße ein Trappeln und Rasseln herauf. Ich ging ans Fenster und sah einen stattlichen Wagen mit ebenso stattlichen Pferden. Das Licht aus den strahlenden Lampen spiegelte sich auf den glänzenden Flanken der edlen Braunen. Ein Lakai öffnete den Schlag und ein kleiner, stämmiger Mann in einem Astrachan-Pelz stieg heraus. Eine Minute später stand er im Zimmer. Charles Augustus Milverton war ein Mann von 50. Er hatte einen großen, intelligenten Schädel, ein rundes, dickes, bartloses Gesicht mit einem immerwährenden, eiskalten Lächeln und scharfen, grauen Augen, die hinter großen, goldgefassten Gläsern funkelten. In seinem Gebaren lag etwas von Mr. Pickwicks Gutmütigkeit, aber es wurde verdorben durch die Unehrlichkeit des erstarrten Lächelns und den harten Glanz der unruhigen, durchdringenden Augen. Seine Stimme war so glatt und verbindlich wie seine Haltung, als er mit vorgereckter, fetter, kleiner Hand herantrat und sein Bedauern murmelte, dass er uns beim ersten Besuch verfehlt habe. Holmes ließ die ausgestreckte Hand unbeachtet und betrachtete ihn steinernen Gesichts. Milvertons Lächeln geriet in die Breite. Er zuckte die Schultern, legte den Mantel ab, rangierte ihn mit größtem Bedacht über einer Stuhllehne und setzte sich nieder. »Dieser Herr«, sagte er mit einer Bewegung zu mir hin, »ist er diskret? Geht das in Ordnung?« »Dr. Watson ist mein Freund und Partner.« »Also gut, Mr. Holmes. Ich habe nur im Interesse Ihrer Klientin darauf aufmerksam gemacht. Die Angelegenheit ist so sehr heikel.« »Dr. Watson weiß Bescheid.« »Dann kommen wir also zum Geschäftlichen. Sie teilten mir mit, Sie seien der Vertreter der Lady Eva. Sind Sie auch bevollmächtigt, meine Bedingungen anzunehmen?« »Was sind Ihre Bedingungen?« 7.000 Pfund.« »Und was wird sonst?« »Mein lieber Herr, es ist mir peinlich, darüber zu diskutieren. Aber wenn das Geld bis zum 14. nicht eingegangen ist, wird am 18. natürlich keine Hochzeit stattfinden.« Sein unausstehliches Lächeln war selbstgefälliger denn je. Holmes überlegte eine Weile. »Es kommt mir vor«, sagte er schließlich, »als seien Sie Ihrer Sache zu sicher. Ich bin natürlich mit dem Inhalt der Briefe vertraut. Meine Klientin wird auf jeden Fall tun, was ich ihr rate. Ich werde ihr empfehlen, ihrem zukünftigen Gatten die ganze Geschichte zu erzählen und auf seine Großmut zu vertrauen.« Milverton kicherte. »Sie kennen den Earl anscheinend nicht«, sagte er. Aus der Verwirrung in Holmes' Gesicht wurde mir klar, dass dem so war. »Was steht denn Schlimmes in den Briefen?«, fragte er. »Sie sind munter, sehr munter«, antwortete Milverton. »Die Dame war eine bezaubernde Briefschreiberin. Aber ich kann Ihnen versichern, dass der Earl sie ganz und gar nicht angenehm finden wird. Wie auch immer. Da Sie anders denken, werden wir es damit bewenden lassen. Es ist nur eine rein geschäftliche Angelegenheit. Wenn Sie glauben, es liegt im Interesse Ihrer Klientin, die Briefe in die Hände des Earl gelangen zu lassen, dann wäre es wahrhaftig verrückt, so viel Geld zu zahlen, um sie wiederzubekommen.« Er stand auf und griff nach seinem Astrachan. Holmes war grau vor Zorn und Demütigung. »Warten Sie einen Moment«, sagte er. »Sie haben es zu eilig. Wir würden natürlich jede Anstrengung unternehmen, einen Skandal in einer so delikaten Angelegenheit zu vermeiden.« Milverton ließ sich wieder in den Sessel fallen. »Ich war fast sicher, Sie würden die Angelegenheit auch in diesem Licht sehen«, schnurrte er. »Man muss in Betracht ziehen«, fuhr Holmes fort,
dass Lady Eva keine wohlhabende Frau ist. Ich versichere Ihnen, dass 2000 Pfund Ihr Vermögen erschöpfen würde und dass die Summe, die Sie genannt haben, Ihre Kräfte vollends übersteigt. Ich bitte Sie deshalb, Ihre Forderung herunterzuschrauben und die Briefe zu dem Preis zurückzugeben, den ich Ihnen vorgeschlagen habe und der, darauf gebe ich Ihnen mein Wort, der höchste ist, den Sie erzielen können. Milverton lächelte breit und zwinkerte humorvoll. »Ich bin mir bewusst, dass das, was Sie vom Vermögen der Dame sagen, stimmt«, sagte er. »Gleichzeitig müssen Sie zugeben, dass die Gelegenheit Ihrer Heirat für Ihre Freunde und Verwandten sehr günstig ist, ihr ein wenig zukommen zu lassen. Sie werden nicht zögern, ihr ein passendes Hochzeitsgeschenk zu machen. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dieses kleine Bündel Briefe wird mehr Freude bereiten als alle Kandelaber und Butterdosen Londons.« »Es ist unmöglich«, sagte Holmes. »Mein Gott, was für ein Unglück«, rief Milverton und zog eine dicke Brieftasche hervor. »Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dass Damen schlecht beraten sind, wenn sie keine Anstrengungen unternehmen. Sehen Sie hier.« Er hielt einen kleinen Brief hoch mit einem Wappen auf dem Umschlag. »Das hier gehört... Na, es wäre wohl kaum anständig, den Namen vor morgen früh zu nennen. Aber um die Zeit wird der Brief in den Händen des Gatten der Dame sein. Und das nur, weil sie nicht eine so erbärmlich kleine Summe zahlen will, die sie in einer Stunde auftreiben kann, wenn sie ihre Diamanten gegen Strass eintauscht. Das ist aber auch schade. Und dann erinnern Sie sich gewiss des plötzlichen Endes der Verlobung zwischen der ehrenwerten Miss Miles und Colonel Dorking? Nur 2 Tage vor der Hochzeit erschien eine Mitteilung in der Morning Post, dass alles abgeblasen sei. Und warum? Es ist fast unglaublich, aber die alberne Summe von 1200 Pfund hätte das ganze Problem gelöst. Ist das nicht bedauerlich? Und nun sitzen Sie hier, ein Mann von Urteilsvermögen, und handeln um Bedingungen, da doch die Zukunft und die Ehre Ihrer Klientin auf dem Spiel steht. Ich bin erstaunt, Mr. Holmes. »Was ich sage, ist wahr«, antwortete Holmes. »Das Geld kann nicht aufgetrieben werden. Bestimmt ist es besser für Sie, wenn Sie die ansehnliche Summe, die ich anbiete, nehmen, als dass Sie das Leben der Frau zerstören, was Ihnen doch in keiner Weise nützen kann.« »Da machen Sie einen Fehler, Mr. Holmes. Eine Bloßstellung würde mir indirekt ganz beträchtlich nützen. Ich habe 8 oder 10 ähnlich weit gediehene Fälle. Wenn in Umlauf kommt, dass ich an Lady Eva ein strenges Exempel statuiert habe, werde ich alle die anderen vernünftigen Regelungen zugänglicher finden. Sie begreifen meinen Standpunkt.« Holmes sprang von seinem Stuhl auf. »Schnell, hinter Ihnen, Watson! Lassen Sie ihn nicht entwischen! Jetzt, Herr, geben Sie uns Einblick in Ihre Brieftasche.« Milverton war, flink wie eine Ratte, seitlich ausgewichen und stand mit dem Rücken an der Wand. »Mr. Holmes, Mr. Holmes«, sagte er. Dabei schlug er den Mantel auf und ließ den Kolben eines großen Revolvers sehen, der aus der Innentasche ragte. »Ich hatte erwartet, dass Sie etwas Originelles unternehmen würden. Das ist schon so oft versucht worden, und was ist je Gutes dabei herausgekommen? Ich versichere Ihnen, ich bin bis an die Zähne bewaffnet und ernsthaft entschlossen, meine Waffen zu gebrauchen, denn ich weiß, dass ich das Gesetz auf meiner Seite habe. Nebenbei bemerkt, ist Ihre Vermutung, ich hätte die Briefe in meinem Portefeuille hierher gebracht, völlig daneben gegriffen. Ich würde etwas so Törichtes nie tun. Und nun, meine Herren, ich habe heute Abend noch einige Unterredungen, und es ist eine lange Fahrt nach Hampstead.« Er trat einen Schritt vor, nahm seinen Mantel, legte die Hand auf den Revolver und wandte sich zur Tür. Ich packte einen Stuhl, aber Holmes schüttelte den Kopf, und ich stellte ihn wieder zurück. Mit einer Verbeugung, einem Lächeln und einem Zwinkern war Milverton aus dem Zimmer, und wenige Augenblicke später hörten wir das Schlagen der Wagentür und das Rattern der Räder, als er davonfuhr. Holmes saß reglos am Kamin, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, das Kinn auf die Brust gepresst. Die Augen starrten in die Glut. Eine halbe Stunde blieb er still und stumm. Dann sprang er auf mit der Geste eines Mannes, der seine Entscheidung getroffen hat, und ging in sein Schlafzimmer.
Ein Weilchen später zündete sich ein flotter junger Arbeiter mit Spitzbart und Spazierstöckchen vorm Hinaustreten auf die Straße an der Lampe seine Tonpfeife an. »Irgendwann werde ich zurückkommen, Watson«, sagte er und verschwand in die Nacht. Ich wusste, dass er seinen Feldzug gegen Milverton eröffnet hatte. Aber ich ahnte kaum etwas von den seltsamen Formen, die dieser Feldzug annehmen würde. Mehrere Tage lang kam und ging Holmes in dieser Verkleidung. Aber außer einer Bemerkung, dass er seine Zeit in Hampstead verbringe und sie nicht vertan sei, erfuhr ich nichts von dem, was er trieb. Schließlich jedoch, an einem stürmischen Abend, der Wind heulte und tobte gegen die Fenster, kehrte er von seinem letzten Erkundungsgang zurück, setzte sich, nachdem er seine Maskierung abgelegt hatte, an den Kamin und lachte herzlich auf seine leise, zurückhaltende Art. »Sie würden mich nicht für einen Bräutigam halten, Watson?« »Nein, natürlich nicht.« »Es wird Sie vielleicht interessieren zu hören, dass ich verlobt bin.« »Mein lieber Junge, ich beglückwünsche mit Milvertons Hausmädchen.« »Lieber Himmel, Holmes!« »Ich brauchte Auskünfte, Watson.« »Sind Sie da nicht zu weit gegangen?« »Es war ein unbedingt notwendiger Schritt. Ich bin ein Klempner mit aufstrebendem Geschäft. Mein Name ist Escott. Ich bin mit ihr jeden Abend ausgegangen und habe mich mit ihr unterhalten.« »Lieber Himmel, was für Gespräche!« »Allerdings habe ich alles Gewünschte erfahren. Ich kenne Milvertons Haus wie meine Westentasche.« »Aber das Mädchen, Holmes?« Er zuckte die Schultern. »Es ist nicht zu ändern, mein lieber Watson. Man muss seine Karten spielen, so gut man kann, wenn so ein Stich auf dem Tisch liegt. Jedoch...« Hey, through interstellar winds, our hearts entwined. Beyond the galactic veil, a love so fine. Where time takes flight, our love transcends in the cosmic night. In the cosmic echoes, where the galaxies hang. Beyond the galactic veil, our love prevails. Beyond the galactic veil, where comets soar in the cosmic canvas. Our paths extend to the cosmic sun. Und darf ich zu meiner Freude sagen, dass ich einen wütenden Rivalen habe, der mich bestimmt ausstechen wird, sobald ich den Rücken kehre. Was für eine prächtige Nacht. Ihnen gefällt das Wetter? Es passt zu meinem Vorhaben, Watson. Ich beabsichtige, diese Nacht in Milvertons Haus einzubrechen. Mir stockte der Atem, und die Haut wurde mir kalt bei diesen Worten, die langsam und äußerst entschlossen vorgebracht worden waren. Wie ein Blitz in der Nacht für einen Augenblick jede Einzelheit einer weiten Landschaft sichtbar macht, so sah ich jetzt mit einem Blick jede mögliche Folge einer solchen Handlung. Das Ertapptwerden, die Verhaftung, das Ende einer geachteten Karriere in nicht wieder gutzumachendem Misserfolg und untilgbarer Schande und meinen Freund der Gnade des widerwärtigen Milverton ausgeliefert. »Um Himmels Willen, Holmes, bedenken Sie, was Sie tun«, rief ich. »Mein lieber Freund, ich habe es nach allen Seiten bedacht. Ich pflege niemals übereilt zu handeln, und nie würde ich einen so kräftezehrenden und zugestandenermaßen gefährlichen Weg einschlagen, wenn ich anders zum Ziel käme. Betrachten wir die Sachlage klar und ruhig. Ich nehme an, dass Sie das Unternehmen für moralisch gerechtfertigt halten, obwohl es faktisch kriminell ist. In sein Haus einzubrechen, das ist nichts anderes, als ihm gewaltsam die Brieftasche wegzunehmen, ein Anschlag, bei dem Sie mich ja zu unterstützen bereit waren.« Ich bewegte die Worte in meinem Geist. »Ja«, sagte ich, »man kann es moralisch rechtfertigen, solange wir nur das nehmen, was zu gesetzwidrigem Zweck verwandt wird.« »Genau, da das Vorhaben moralisch gerechtfertigt ist, habe ich nur noch die Frage des persönlichen Risikos zu bedenken.
Doch sollte ein Gentleman diesem Punkt allzu viel Gewicht beilegen, wenn eine Dame derart verzweifelt auf seine Hilfe angewiesen ist? Sie werden bald in einer ebenso verqueren Lage sein. Gut, so viel zum Risiko. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Briefe zurückzubekommen. Die unglückliche Dame besitzt das Geld nicht, und in ihrer Verwandtschaft ist niemand, dem sie vertrauen könnte. Morgen läuft die Galgenfrist ab, und wenn wir heute Abend die Briefe nicht haben, wird der Schuft sein Wort wahrmachen und sie ins Elend stürzen. Ich muss entweder meine Klientin ihrem Schicksal überlassen oder diese letzte Karte spielen. Unter uns, Watson, das ist ein sportlicher Zweikampf zwischen diesem Burschen Milverton und mir. Er hat, wie Sie erlebten, die erste Runde gewonnen, aber ich schulde es meiner Selbstachtung und meinem Ruf, die Sache bis zum Ende durchzufechten. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Ich nehme aber an, es muss sein, sagte ich. Wann brechen wir auf? Sie kommen nicht mit. Dann gehen Sie auch nicht, sagte ich. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, und nie im Leben habe ich mein Wort gebrochen, dass ich mir eine Droschke nehme und geradewegs zum Polizeirevier fahre und Sie anzeige, wenn Sie mich an diesem Abenteuer nicht teilnehmen lassen. Sie können mir nicht helfen. Wie wollen Sie das wissen? Sie können doch nicht voraussehen, was alles geschieht. Wie auch immer, mein Entschluss steht fest. Nicht nur Sie, auch andere Leute haben Selbstachtung und sogar einen Ruf zu verlieren. Holmes hatte ärgerlich ausgesehen, nun aber glättete sich seine Stirn und er schlug mir auf die Schulter. Also gut, lieber Freund, einverstanden. Wir haben jahrelang das Zimmer geteilt, da wird es vergnüglich sein, wenn wir schließlich eine Zelle teilen. Es macht mir nichts aus, Watson, Ihnen zu gestehen, dass ich schon immer die Vorstellung hatte, aus mir hätte ein erfolgreicher Verbrecher werden können. Dies ist nur die Chance meines Lebens, es zu erreichen. Sehen Sie mal. Er nahm ein nettes kleines Lederetui aus einem Schubfach, öffnete es und zeigte mir eine Anzahl blitzender Instrumente. Dies ist ein erstklassiges Einbruchswerkzeug, ganz modern. Ein vernickeltes Brecheisen, ein Glasschneider mit Diamant, verstellbare Schlüssel und all die Neuheiten, die der Fortschritt der Zivilisation verlangt. Und hier eine Blendlaterne. Alles in bester Ordnung. Haben Sie ein paar leise Schuhe? Ich habe Tennisschuhe mit Gummisohlen. Ausgezeichnet. Und eine Maske? Ich kann welche aus schwarzer Seide machen. Mir scheint, Sie sind ein ausgesprochenes Naturtalent auf dem Gebiet. Sehr gut. Fertigen Sie die Masken an. Wir werden noch etwas Kaltes essen, bevor wir aufbrechen. Es ist jetzt 9.30 Uhr. Um 11 fahren wir los, bis Church Row. Von dort ist es eine Viertelstunde zu Fuß bis Appledore Towers. Vor Mitternacht müssen wir an der Arbeit sein. Milverton hat einen festen Schlaf und zieht sich pünktlich um 10.30 Uhr zurück. Mit ein bisschen Glück könnten wir gegen 2 wieder hier sein, Lady Evas Briefe in meiner Tasche. Holmes und ich zogen Gesellschaftsanzüge an, so dass man uns für Theaterbesucher auf dem Heimweg halten konnte. In der Oxford Street nahmen wir einen Hansom und fuhren nach Hampstead. Dort stiegen wir aus und zahlten. Dann, die Mäntel bis oben zugeknöpft, denn es war sehr kalt und der Wind blies bis auf die Knochen, gingen wir die Heide entlang. »Das Unternehmen erfordert einfühlsames Vorgehen«, sagte Holmes. »Die Papiere befinden sich in einem Safe im Arbeitszimmer des Burschen, und das ist der Vorraum zu seinem Schlafzimmer.« Andererseits, wie alle diese dicken kleinen Männer, die sich selbst immer etwas Gutes tun, schläft er für sein Leben gern. Agatha, so heißt meine Braut, sagt, sie haben ihren Spaß im Gesindezimmer daran, dass es unmöglich sei, den Herrn aufzuwecken. Er hat einen Sekretär, der sich hingegeben den Geschäften widmet und den ganzen Tag über nicht aus dem Arbeitszimmer weicht. Deshalb müssen wir den Besuch in der Nacht abstatten. Dann hat er eine Bestie von Hund, die im Garten umherstreift. Ich habe Agatha an den letzten beiden Abenden spät getroffen, und sie musste das Untier festmachen, damit ich überhaupt weg konnte. Da drüben ist das Haus, das große dort mit dem Garten. Durchs Tor? Nun nach rechts in die Lorbeerbüsche. Ich denke, wir binden jetzt die Masken um. Sie sehen, aus keinem Zimmer dringt ein Lichtschimmer. Alles klappt hervorragend.
mit den schwarzseidenen Gesichtsmasken, die uns wie die schrecklichsten Gestalten von London aussehen ließen, schlichen wir zu dem stillen, düsteren Haus. An einer Seite zog sich eine Art Veranda aus Ziegeln hin, mit mehreren Fenstern und zwei Türen. »Da ist sein Schlafzimmer«, flüsterte Holmes. »Und die Tür führt direkt in das Arbeitszimmer. Hier wären wir schon richtig, aber die Tür ist nicht nur verschlossen, sondern auch verriegelt, und wir würden zu viel Lärm machen. Kommen Sie hier herum. Da ist ein Gewächshaus, durch das man direkt ins Wohnzimmer kommt.« Das Gewächshaus war abgeschlossen, aber Holmes schnitt aus der Glasscheibe einen Kreis heraus und drehte den innensteckenden Schlüssel herum. Eine Weile später hatte er die Tür hinter uns geschlossen, und wir waren in den Augen des Gesetzes Verbrecher geworden. Die schwere, warme Luft und der starke, betäubende Duft der exotischen Pflanzen packte uns bei der Kehle. Holmes nahm meine Hand und führte mich rasch an Büschen vorbei, die uns übers Gesicht strichen. Er besaß die bemerkenswerte, sorgsam gepflegte Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen. Er hielt noch meine Hand, als er wieder eine Tür öffnete, und ich nahm unklar wahr, dass wir ein großes Zimmer betraten, in dem nicht lange zuvor jemand eine Zigarre geraucht hatte. Holmes erfühlte seinen Weg zwischen den Möbeln, drückte eine weitere Tür auf und machte auch sie hinter uns zu. Als ich meine Hand ausstreckte, ertastete ich mehrere an der Wand hängende Mäntel und wusste, dass ich mich in einem Korridor befand. Wir gingen ihn entlang, und Holmes öffnete sehr behutsam rechter Hand eine Tür. Etwas huschte dicht an uns vorbei, und mir schlug das Herz im Hals. Als ich begriff, dass es eine Katze war, hätte ich am liebsten laut gelacht. Das Kaminfeuer brannte in diesem Raum, und auch hier war die Luft schwer von Tabaksqualm. Holmes ging auf Zehen voran, wartete, bis ich ihm gefolgt war, dann zog er die Tür ganz sachte zu. Wir waren in Milvertons Arbeitszimmer. Eine Portiere an der gegenüberliegenden Wand bezeichnete den Eingang zu seinem Schlafraum. Es war ein loderndes Feuer, das den ganzen Raum erhellte. Neben der Tür sah ich einen Schalter für elektrisches Licht, aber es war unnötig, ihn zu betätigen, selbst wenn es für uns ungefährlich gewesen wäre. Seitlich vom Kamin befand sich ein schwerer Vorhang, der die Nische des Fensters verdeckte, das wir von draußen gesehen hatten. Auf der anderen Kaminseite lag die Tür zur Veranda. In der Mitte des Zimmers stand ein Schreibpult, vor ihm ein drehbarer, mit rotem Leder überzogener Sessel und gegenüber ein geräumiger Bücherschrank, der von einer Marmorbüste der Athene gekrönt war. In der Ecke zwischen Bücherschrank und Wand sahen wir einen hohen grünen Safe, dessen polierte Messingknöpfe den Feuerschein blitzend zurückwarfen. Holmes schlich sich hinüber und musterte ihn. Dann schlich er zur Schlafzimmertür und verharrte mit schiefgelegtem Kopf, aufmerksam horchend. Kein Laut war zu hören. Mittlerweile war mir eingefallen, es sei weise, unseren Rückzug durch die nach außen führende Tür zu sichern, und ich untersuchte sie. Zu meinem Erstaunen war sie weder verschlossen noch verriegelt. Ich berührte Holmes am Arm, und er wandte sein maskiertes Gesicht in die von mir gewiesene Richtung. Ich sah ihn auf die Tür zugehen. Er war offenbar genauso überrascht wie ich. »Das gefällt mir gar nicht«, flüsterte er, die Lippen nah an meinem Ohr. »Ich verstehe das nicht.« »Wie auch immer, wir dürfen keine Zeit verlieren.« »Kann ich irgendetwas tun?« »Ja, bleiben Sie hier an der Tür. Wenn Sie jemanden hören, schieben Sie den Riegel vor, und wir können verschwinden, wie wir gekommen sind. Kommt aber jemand aus der anderen Richtung, gehen wir, sobald unsere Arbeit getan ist, durch die äußere Tür, oder, wenn wir es noch nicht geschafft haben, verstecken uns hinter den Vorhängen. Ist das klar?« Ich nickte und blieb neben der Tür. Mein erstes Angstgefühl war längst verflogen, und in mir bebte ein größeres Behagen, als ich es je gefühlt hatte, wenn wir als Hüter des Gesetzes auftraten, statt, wie jetzt, als dessen Verächter. Das Ziel unserer Mission
Das Bewusstsein, dass wir selbstlos und ritterlich handelten, der schurkische Charakter unseres Gegners, all das ergänzte das sportmäßige Interesse am Abenteuer. Fern aller Schuldgefühle war ich fröhlich und frohlockte in der Gefahr. In glühender Bewunderung verfolgte ich, wie Holmes seine Instrumententasche ausrollte und das Werkzeug mit der ruhigen, wissenschaftlichen Sorgfalt eines Chirurgen wählte, der eine heikle Operation vorbereitet. Ich wusste, dass das Öffnen von Safes eines seiner besonderen Hobbys war, und ich verstand das Entzücken, das er bei der Herausforderung durch dieses grün-goldene Monster, den Drachen, der in seinem Magen die Ehre vieler schöner Damen barg, empfinden musste. Die Ärmel des Gesellschaftsanzuges aufgekrempelt, den Mantel hatte er über einen Stuhl gelegt, legte Holmes zwei Drillbohrer, ein kleines Brecheisen und mehrere Dietriche bereit. Ich stand neben meiner Tür, behielt auch die andere im Auge und war auf mögliche Zwischenfälle eingestellt. Aber tatsächlich waren meine Pläne, was ich machen sollte, wenn wir gestört wurden, ziemlich vage. Eine halbe Stunde lang arbeitete Holmes mit gesammelter Kraft, legte ein Werkzeug nieder, nahm ein anderes auf, handhabte jedes mit der Sicherheit und dem Feingefühl eines geübten Mechanikers. Schließlich hörte ich ein Klicken. Die plumpe grüne Tür sprang auf, und ich konnte mit einem Blick eine Menge Papierbündel erfassen, alle verschnürt, gesiegelt und beschriftet. Holmes nahm eines heraus, konnte jedoch die Aufschrift bei dem flackernden Licht des Kaminfeuers nicht recht entziffern. So holte er seine Blendlaterne hervor, denn es war, mit Milverton im Nebenzimmer, zu gefährlich, das elektrische Licht einzuschalten. Ich sah, wie seine Bewegungen sich plötzlich verlangsamten, wie er konzentriert lauschte. Im nächsten Augenblick hatte er die Safe-Tür zugeschlagen, seinen Mantel ergriffen, das Werkzeug in die Taschen gestopft und war hinter den Fenstervorhang gesprungen. Dabei winkte er mir, es ihm nachzutun. Kaum befand ich mich neben ihm, da vernahm auch ich, was es war, das seine wacheren Sinne alarmiert hatte. Von irgendwo im Haus drang Lärm zu uns. Eine Tür schlug in der Ferne zu. Dann hörten wir undeutliches, dumpfes Murmeln, das mit dem Dröhnen fester Schritte, die sich schnell näherten, zusammenfiel. Nun waren sie draußen im Korridor. Sie verhielten vor der Tür. Die Tür ging auf. Ein scharfes Klicken und das elektrische Licht war eingeschaltet. Die Tür schloss sich und der beißende Geruch einer starken Zigarre drang in unsere Nasen. Dann wieder die Schritte. Hin und her, sehr nahe bei uns. Schließlich knarrte ein Stuhl und das Hin- und Hergehen hörte auf. Ein Schlüssel klickte im Schloss und ich hörte Papier rascheln. Bisher hatte ich mich nicht getraut, hinauszuschauen, aber nun schob ich vorsichtig die Schals der Vorhänge ein Stück auseinander und blinzelte hindurch. Holmes drückte mit seiner Schulter gegen die meine. Und daran merkte ich, dass er auch hinauslugte. Ich sah in Reichweite gerade vor uns den breiten, gekrümmten Rücken von Milverton. Augenscheinlich hatten wir sein Verhalten falsch eingeschätzt. Er war noch nicht in seinem Schlafraum gewesen, sondern hatte sich, vielleicht in einem Rauch- oder Billardzimmer, in einem entlegenen Flügel des Hauses aufgehalten, dessen Fenster uns nicht aufgefallen war. Sein großer, ergrauter Kopf mit der schimmernden Glatze stand uns unmittelbar vor Augen. Er hatte sich in dem roten Ledersessel weit zurückgelehnt und die Beine ausgestreckt. Eine lange, schwarze Zigarre ragte schräg aus seinem Mund. Er trug eine rotweinfarbene Hausjacke in Uniformschnitt mit schwarzem Samtkragen. In der Hand hielt er ein umfängliches juristisches Dokument. Er las unbeteiligt und blies den Rauch in Ringen von sich. In seinem gelassenen Gebaren und der bequemen Haltung gab es nichts, das einen schnellen Abgang versprach. Ich fühlte, wie Holmes meine Hand fasste und sie ermutigend drückte, als wollte er mir sagen, er fühle sich der Situation gewachsen und sei ganz unbesorgt. Ich war mir nicht sicher, ob er auch gesehen hatte, was sich eigentlich nur von meinem Platz ausmachen ließ, nämlich, dass die Safe-Tür nicht ganz zugefallen war, und dies von Milverton jeden Augenblick entdeckt werden konnte.
Ich hatte beschlossen, ich würde, so wie ich merken sollte, etwa aus einem starren, staunenden Blick, dass er den Umstand mitbekommen hatte, mit einem Satz hervorspringen, ihm meinen Mantel über den Kopf werfen, ihn fesseln und den Rest Holmes überlassen. Aber Milverton schaute überhaupt nicht auf. Die Papiere hatten allmählich sein Interesse wachgerufen, und er schlug Blatt für Blatt um, den Argumenten des Juristen folgend. Jedenfalls, dachte ich, wird er in sein Schlafzimmer gehen, wenn er mit dem Schriftstück und der Zigarre fertig ist. Aber bevor er mit dem einen oder dem anderen zu Ende gekommen war, ereignete sich etwas Bemerkenswertes, das unsere Gedanken in anderes Fahrwasser lenkte. Mehrere Male hatte ich beobachtet, wie Milverton nach der Uhr sah. Einmal war er aufgestanden und hatte sich mit deutlichen Gesten der Ungeduld wieder hingesetzt. Der Gedanke jedoch, dass er zu so ausgefallener Stunde noch eine Verabredung haben könnte, war mir überhaupt nicht gekommen, bis von der Veranda draußen ein schwaches Geräusch an meine Ohren drang. Milverton ließ die Papiere fallen und setzte sich starr auf. Das Geräusch wiederholte sich. Dann folgte ein leises Klopfen an der Tür. Milverton erhob sich und öffnete. »Na«, sagte er, »Sie haben sich fast eine halbe Stunde verspätet.« Das also war die Erklärung für die unverschlossene Tür und Milvertons Nachtwache. Ein Frauenkleid raschelte leise. Ich hatte den Schlitz zwischen den Vorhangschals geschlossen, als Milverton das Gesicht in unsere Richtung kehrte, aber nun wagte ich es, ihn vorsichtig nochmals aufzumachen. Milverton hatte seinen Platz wieder eingenommen und die Zigarre steckte wie zuvor anmaßend im Mundwinkel. Im hellen Schein der elektrischen Lampe stand vor ihm eine große, schlanke, schwarze Frau, einen Schleier über dem Gesicht und den Umhang bis zum Kinn hochgezogen. Ihr Atem ging schnell und schwer, und jeder Zoll der biegsamen Gestalt zitterte in heftiger Erregung. »Nun«, sagte Milverton, »Sie haben mich um meine Nachtruhe gebracht, meine Liebe. Ich hoffe, Sie werden beweisen, dass es das wert war. Sie konnten wohl nicht zu einer anderen Zeit kommen, hä?« Die Frau schüttelte den Kopf. »Na gut, wenn Sie nicht konnten, konnten Sie eben nicht. Wenn die Countess eine so strenge Herrin ist, haben Sie jetzt die Chance, es ihr heimzuzahlen. Teufel nochmal, warum zittern Sie so? Das ist recht, nehmen Sie sich zusammen. Also, kommen wir zum Geschäft.« Er entnahm der Schublade des Pults einen Brief. »Sie schreiben mir, Sie haben 5 Briefe, die die Countess d'Albert kompromittieren. Sie wollen sie verkaufen? Ich möchte sie kaufen. Soweit, so gut. Es bleibt nur, den Preis festzusetzen. Ich müsste selbstverständlich die Briefe einsehen, wenn es wirklich gute Stücke sind.« Großer Gott! Sie sind das? Die Frau hatte ohne ein Wort den Schleier gehoben und öffnete den Umhang am Kinn. Ein dunkles, schönes, feingeschnittenes Gesicht richtete sich auf Milverton. Ein Gesicht mit gebogener Nase, starken, dunklen Brauen und in deren Schatten hart glitzernden Augen, mit einem geraden, schmallippigen Mund, um den ein gefährliches Lächeln saß. »Ja, das bin ich«, sagte sie. »Die Frau, deren Leben Sie zerstört haben.« Milverton lachte, aber in seiner Stimme schwang Furcht. »Sie waren so eigensinnig«, sagte er. »Warum haben Sie mich zum Äußersten getrieben? Ich versichere Ihnen, ich würde keiner Fliege etwas zuleide tun, aber jeder hat sein Geschäft. Was sollte ich machen? Ich habe den Preis Ihren Verhältnissen angepasst. Sie wollten nicht zahlen.« »Da haben Sie denn die Briefe an meinen Gatten geschickt und ihm, dem vollkommensten Gentleman, den die Welt je gesehen hat, einem Mann, dem nicht einmal die Schuhe zu schnüren ich wert war. Ihm brach es das edle Herz und er starb. Sie erinnern sich, dass ich gestern Nacht, als ich durch jene Tür dort kam, Sie bat und um Gnade anflehte. Und Sie haben mir ins Gesicht gelacht, so wie Sie es jetzt auch versuchen, aber Ihr feiges Herz kann Ihre Lippen nicht vorm Zucken bewahren. Ja, Sie haben nicht gedacht, mich hier wiederzusehen. Aber es war gerade diese Nacht, die mich gelehrt hat, wie ich Sie allein unter 4 Augen treffen kann.
Nun, Charles Milverton, was haben Sie zu sagen? Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie mich übertölpeln können. Ich brauche nur meine Stimme zu erheben und mein Personal zu rufen und kann Sie verhaften lassen. Aber ich will gegen Ihren Zorn Nachsicht üben. Verlassen Sie das Zimmer so plötzlich, wie Sie gekommen sind, und ich will kein Wort mehr sagen. Die Frau stand da, die Hand auf der Brust, um die schmalen Lippen noch immer dieses tödliche Lächeln. Sie werden kein Leben mehr zerstören, wie Sie meines zerstört haben. Sie werden kein Herz mehr quälen, wie Sie meines gequält haben. Ich werde die Welt von einem giftigen Reptil befreien. Nehmen Sie das, Sie Hund, und das, und das, und das, und das! Sie hatte einen kleinen, blitzenden Revolver gezogen und schoss Kugel um Kugel in Milvertons Leib, die Mündung kaum 2 Fuß von seiner Brust entfernt. Er sackte zusammen, fiel vornüber auf den Tisch, wild hustend und die Finger in die Papiere gekrallt. Dann rappelte er sich hoch, empfing noch einen Schuss und rollte zu Boden. »Sie haben mich geschafft«, rief er und lag bewegungslos. Die Frau betrachtete ihn eindringlich und bohrte ihm den Absatz ins Gesicht. Sie schaute noch einmal hin, aber da war kein Laut mehr und keine Regung. Ich vernahm ein heftiges Rascheln, die Nachtluft blies in das heiße Zimmer und die Rächerin war verschwunden. Unser Eingreifen hätte den Mann vor seinem Schicksal nicht bewahren können. Aber als die Frau Kugel um Kugel in Milvertons sich krümmenden Körper feuerte, war ich nahe daran, hinzuzustürzen. Da fühlte ich Holmes' kühlen, festen Griff um mein Handgelenk. Ich verstand die ganze Bedeutung dieses harten Griffs, der mich zurückhielt. Dass es nicht unsere Sache war, dass die Gerechtigkeit einen Schurken ereilt hatte, dass wir unsere eigenen Pflichten und unsere eigenen Aufgaben hatten, die wir nicht aus den Augen verlieren durften. Doch kaum war die Frau aus dem Raum gestürzt, da lief Holmes mit schnellen, leisen Schritten hin zu der anderen Tür. Er drehte den Schlüssel im Schloss um. Im selben Augenblick hörten wir Stimmen und den Lärm eilender Füße. Die Schüsse hatten das Haus geweckt. Mit vollendeter Kaltblütigkeit glitt Holmes zum Safe, bepackte beide Arme mit Briefbündeln und warf sie alle ins Feuer. Das tat er wieder und wieder, so lange, bis der Safe leer war. Jemand rüttelte an der Klinke und schlug gegen die Tür. Holmes blickte rasch umher. Der Brief, der Milvertons Todesbote gewesen war, lag ganz mit Blut befleckt noch auf dem Tisch. Er warf ihn zu den brennenden Blättern. Dann zog er den Schlüssel aus der Verandatür, ließ mich vorgehen und schloss von draußen ab. »Hier entlang, Watson«, sagte er. Von hier können wir direkt über die Gartenmauer klettern. Ich hätte nicht geglaubt, dass ein Alarm so schnell wirken könnte. Ich blickte zurück. Das Haus erstrahlte in hellem Licht. Das Portal stand offen und die Leute liefen über den Hauptweg. Der Garten wimmelte von Menschen, und als wir aus der Veranda auftauchten, schrie ein Bursche, »Da sind Sie!« und heftete sich an unsere Fersen. Holmes schien das Anwesen genau zu kennen. Geschwind wand er sich durch eine Anpflanzung junger Bäume, ich folgte dicht auf und der Bursche keuchte hinter uns drein. Die Mauer, die unseren Weg versperrte, war 6 Fuß hoch, aber Holmes sprang hoch und hinüber. Als ich es ihm gleich tun wollte, fühlte ich, wie mich die Hand des Burschen am Fußgelenk packte, aber ich stieß ihn zurück und kroch auf allen Vieren über die glasbesetzte Mauerkrone. Kopfüber fiel ich in ein Gebüsch. Aber Holmes hatte mich im Nu auf den Beinen, und wir rannten zusammen davon über die große, weite Heide von Hampstead. Wir waren, nehme ich an, 2 Meilen gelaufen, als Holmes endlich innehielt und gespannt lauschte. Hinter uns war nichts als tiefe Stille. Wir hatten unsere Verfolger abgeschüttelt und waren gerettet. Wir hatten gefrühstückt und rauchten die Morgenpfeife. Es war der Tag nach diesem bemerkenswerten Erlebnis, als man den ernsten und eindrucksvollen Lestrade von Scotland Yard in unser bescheidenes Wohnzimmer führte. »Guten Morgen, Mr. Holmes«, sagte er. »Guten Morgen. Darf ich fragen, ob Sie zurzeit sehr beschäftigt sind?« »Nicht zu beschäftigt, um Ihnen zuzuhören.«
Ich habe mich gefragt, ob Sie uns vielleicht, wenn Sie nichts Besonderes vorhaben, in einem höchst merkwürdigen Fall unterstützen würden, der sich in der letzten Nacht in Hampstead zugetragen hat. Um Gottes Willen, sagte Holmes, was hat es denn gegeben? Einen Mord. Einen sehr dramatischen und außergewöhnlichen Mord. Ich weiß, wie scharf Sie auf solche Sachen sind, und ich würde es als eine große Ehre betrachten, wenn Sie sich nach Appledore Towers hinausbegeben und uns die Unterstützung Ihres Rats angedeihen ließen. Es ist kein alltägliches Verbrechen. Wir haben schon seit einiger Zeit ein Auge auf diesen Mr. Milverton und, unter uns gesagt, er war ein ziemlicher Schurke. Es ist bekannt, dass er Papiere besaß, die er zu Erpressungen benutzte. Die Papiere sind alle von den Mördern verbrannt worden. Kein Wertgegenstand wurde entwendet. So ist es wahrscheinlich, dass die Verbrecher aus guten Verhältnissen stammen und ihr einziges Ziel darin sahen, einen Gesellschaftsskandal zu verhindern. Verbrecher, rief Holmes. Mehrere? Ja, zwei. Sozusagen fast auf frischer Tat ertappt. Wir haben ihre Fußabdrücke, wir haben ihre Beschreibung. Es steht 10-1, dass wir sie erwischen. Der erste Bursche war ein bisschen zu schnell, aber der zweite ist vom Hilfsgärtner gepackt worden und konnte erst nach einem Kampf entfliehen. Es war ein mittelgroßer, breitgebauter Mann, kantiges Kinn, starker Hals, Schnurrbart, über den Augen eine Maske. »Klingt ziemlich unbestimmt«, sagte Sherlock Holmes. »Das könnte auch eine Beschreibung von Watson sein.« »So ist es«, sagte der Inspektor mit großem Vergnügen. »Es könnte eine Beschreibung von Watson sein.« »Nun, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen, Lestrade«, sagte Holmes. »Tatsache ist, dass ich diesen Burschen Milverton kannte und ihn für einen der gefährlichsten Männer von London gehalten habe. Und ich denke, es gibt bestimmte Verbrechen, an die das Gesetz nicht herankommt und die deshalb in gewissen Grenzen private Rache rechtfertigen. Nein, es hat keinen Zweck, mit mir darüber zu streiten. Meine Meinung steht fest. Meine Sympathien liegen eher auf Seiten der Verbrecher als beim Opfer, und ich werde diesen Fall nicht übernehmen.« Holmes hatte mir gegenüber kein Wort zu der Tragödie gesagt, deren Zeuge wir geworden waren. Aber ich beobachtete den ganzen Morgen, dass er sehr nachdenklicher Stimmung war, und durch seinen leeren Blick und seine Zerstreutheit machte er auf mich den Eindruck, als suchte er sich an etwas zu erinnern. Plötzlich, beim Lunch, sprang er auf. »Beim Himmel, Watson, ich hab's!« rief er. »Nehmen Sie Ihren Hut, folgen Sie mir!« Er lief so schnell er konnte die Baker Street hinunter und durch die Oxford Street bis kurz vor Regent Circus. Hier, linker Hand, war ein Schaufenster, dekoriert mit den Fotografien der Zelebritäten und Schönen des Tages. Holmes' Blicke hefteten sich auf eine Fotografie. Ich folgte seinem Blick und sah das Bild einer stolzen, königlichen Dame in Hofkleid und mit einer hohen, diamantenbesetzten Tiara auf dem edlen Haupt. Ich betrachtete ihre fein geschwungene Nase, ihre kräftigen Augenbrauen, ihren geraden Mund und ihr festes kleines Kinn. Dann, als ich den altehrwürdigen Titel des hervorragenden Adligen und Staatsmannes las, dessen Frau sie gewesen war, verschlug es mir den Atem. Unsere Blicke trafen sich, und Holmes legte den Finger auf die Lippen. Wir wandten uns vom Fenster ab.